So, hier gerade am halben Weg von Sveti Stefan Richtung Podgorica. Kurzer Zwischenstopp beim Škoder Lake. Ich glaube auf Serbisch-Montenegrinisch Skadarsko Jezero. Keine Ahnung, wie man es noch auf Albanisch ausspricht. Auf jeden Fall ist das der Riesensee, der sowohl von der montenegrinischen als auch von der albanischen Seite zugänglich ist. Wobei ich glaube, dass drüben die andere Seite, also der ist nicht schön, schau mal, der ist ja voll. Erstens auch wieder alles voller Dreck hier. Erinnert sehr an Budva. Aber schön ist der nicht, also auch sehr trüb, voller sumpfiges Zeug irgendwo. Na, schau mal, vielleicht auf der anderen Seite schöner irgendwo. Also jetzt schauen wir, ob wir da ein paar Feigen bekommen oder irgendwas. Ranzure! Stell mal das an. Da ist, ha? Passt nicht mehr mal, oder? Da ist. Stell mal. Da ein paar Smokwe, so mal. Ach, ne, ja ću reći da neću snimat, tako da je. Ajde, daj mi, koje su bolje? Zelene ili ove crne? Ne znam. Ne znaš? Pa ne znam koje više volite, lijepi su jedne i druge, možete to malo probati. Ajde, daj mi da probam. Koju? Mogu uzeti. Od zelenih ili crnih? Hajde me. A rekao sam da si ne manje, neću ti služiti. Kom bi ću ja sam uzeti, mogu uzeti? Može slobodno. Ajde. Ja, mislim da su ove bolje. Izvolite. E, kupaj. Ajde samo, ne znam. Dobre, dosta, hvala. Još nešto? Ništa. 1.50. Hvala, u redu. Hvala. Ništa. Hvala lijepa. Ugore, da. Ćao, čao. Sjeti fula grince, da više. Grincaj. Fula grincaj, ka pence. Minimal sind. Und dann siehe auch Deklaration zur gemeinsamen Sprache. So, also mittlerweile sind wir jetzt in Podgorica angekommen. Verzweifelt auf der Suche nach einem Hauptplatz. Also mittlerweile glauben wir, dass das jetzt hier der Hauptplatz in Podgorica ist. Ziemlich eine verlassene Stadt, muss man sagen. Keine Ahnung, ob der Sommer der Grund ist, weil das Meer so nah ist, weil wir alle irgendwo, wer sich's leisten erlauben kann, am Meer ist und nicht hier. Aber auf jeden Fall, hier gibt es nichts. Ja? Also es gibt nicht einmal irgendwo eine Hauptattraktion oder eine Hauptsehenswürdigkeit, die man irgendwo besichtigt haben sollte. Oder. Aber schau mal, wir geben nicht auf, vielleicht ist das noch nicht alles. Wir gehen noch ein bisschen spazieren und holen uns einen Kaffee irgendwo und schau mal. Also ein paar Schritte weiter jetzt hier vom Hauptplatz entfernt. Anscheinend war das wirklich der Hauptplatz. Ja. Also liebe Montenegriner, sollte das irgendwer hier mal
anschauen, der von hier ist besser zum Haus, aber wenn das der Hauptplatz der Stadt war, dann war das wirklich der trostloseste Hauptplatz, wo ich jemals in einer Stadt war. Aber okay. Ja, hier ein paar schöne Gebäude noch. Ganz viele Cafés, also es ist ja typisch Balkan. Wobei sie ja, man muss es sehen, also ich brauche nichts erzählen, es ist alles leer. Es ist jetzt auch nicht irgendwo mitten am Tag oder früher Nachmittag, es ist jetzt später Nachmittag, fast 6 Uhr. Gut, also Platzprobleme haben wir keins auf jeden Fall. So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Podgorica nach wie vor, also an unserem letzten Tag in Montenegro hier, beziehungsweise die letzte Stunde, die wir hier verbringen. Wir haben uns gestern auch, also ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet am Abend, weil überraschenderweise ist dann die Stadt doch ein bisschen voller geworden, als wir es zuerst gezeigt haben. Wir haben uns dann wieder mal ein bisschen ins Nachtleben gestürzt. Ja, war, muss ich sagen, echt überraschend cool, gut. Also eigentlich fast besser als an der Küste Montenegros. Also bei weitem nicht so kitschig und laut und ja, diese typische Jugo-Musik, sage ich jetzt einmal. Also hier war es echt angenehm gestern am Abend. So, wir genießen jetzt hier unser spätes Frühstück. Für mich Palatschinken, für den André Klubtost. Schaut gut aus, ich glaube, da werde ich ein bisschen was von ihm auf jeden Fall nehmen. Wir sitzen jetzt hier mitten am, also auf diesem wunderschönen Hauptplatz, den wir gestern gezeigt haben, im Café. Es ist alles voll, also es ist unglaublich, wie gestern, wie wir da am Nachmittag, wie spät war es? 5, 6, da war ja die Stadt komplett leer. Aber jetzt ist 11 Uhr, 11, halb 12 am Vormittag und alle Cafés sind voll, die Stadt pumpt, unglaublich. So, Resümee der Montenegro, des Montenegro-Aufenthalts. Was sagst du? Was seht ihr von dir? Ja, alles im Allem. Ich würde sagen, interessante Flecken dabei, wie man eben sagt, in Koto und auch Svete Stefan. Aber insgesamt, glaube ich, nicht eine eigene Reise wert. Also wenn man es im Vorbeifahren schafft, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, da einen Tagesausflug oder zwei zu machen. Aber eigentlich nach Montenegro zu reisen, um hier eine Woche zu verbringen, ich glaube, das steht sich nicht dafür. Ja, ja. Also auch meine Meinung, für Durchreise okay, hin und den einen oder anderen Tag irgendwo an der Küste verbringen. In die Hauptstadt muss man eigentlich gar nicht. Also Podgorica hat genau nichts zu bieten. Also das ist zum Beispiel ein Thema. Das, was zum Beispiel in Bosnien, Kroatien fast gar nicht gibt, ja, dass man hier Leute herumbetteln sieht, das gibt es hier extrem viel. Aber ja, ansonsten wollte ich sagen, die Montenegriner, also ich muss sagen, jetzt sind wir durch Bosnien gefahren, von den Leuten her so lala, aber die Montenegriner, ein super freundliches Volk. Egal, wo wir gewesen sind, immer hilfsbereit, immer offen für Gespräche, also echt super cool. Sicherheit genauso, also ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Jeder, der irgendwie Vorurteile hat, dass es irgendwo hier in diesen Balkanländern, dass da irgendwas passiert, absoluter Schwachsinn, also da auch, ich glaube, oder? Gar kein Thema.
überhaupt kein Thema, auch mit dem Auto, ja. Wir sind ja überall gestanden, kein Thema, man hat das Auto irgendwo ohne Probleme irgendwo stehen lassen können. Übernachtungen waren cool, also übernachten auch hier heute in Podgorica direkt hier, ich glaube Luftlinie 500 Meter vom Zentrum übernachtet, auf einem Parkplatz. Also auch Info für die Camper, die unterwegs sind, die auf keinen Campingplatz wollen. Montenegro ist super cool, es tut einen niemand irgendetwas, wenn man sich irgendwo hinstellt. Ja, das war's. So, wir ziehen jetzt weiter nach, wie gesagt, nach Nessen, nach Albanien. Wohin genau, wissen wir noch nicht, aber lasst euch überraschen und bis dann aus Albanien.